Hallo, ihr guten, geraden und gerechten. Willkommen bei Mein erstes Mal, der anderen Form eines Einsteigerleitfadens. In dieser Reihe werde ich meine ersten persönlichen Erfahrungen zu bestimmten Themen erzählen und im Anschluss sagen, worüber ich froh gewesen wäre, wenn ich es vorher gewusst hätte. In der heutigen Episode geht es vor allem darum, wie ich meine erste Miniatur zusammengebaut habe, beziehungsweise was beim Zusammenbau von den Zinn- bzw. White Metal Miniaturen zu beachten ist. Vorher möchte ich mich aber noch ganz im Herzen bei Weltenrand bedanken. Der Store hat mir deren eigene Produktlinie zur Verfügung gestellt für diese Videoreihe. Das heißt, ich habe von denen Farbverdünner bekommen, Pinsel stellen sie komplett selber her, Sekundenkleber, Sand zur Base-Gestaltung und so weiter. Und die werde ich in dieser Produktreihe verwenden und im Anschluss dieser Videoreihe verwenden und im Anschluss ein Produktreview über ihre Produktpalette drehen. Also danke hier nochmal auf jeden Fall an Weltenrand, dass ihr mich hierbei so unterstützt bei dieser Reihe. Gut, fangen wir auch schon mit dem wichtigsten Thema an. Ich habe mich damals schlau gemacht, Anführungszeichen, indem ich überall rumgelesen habe, was ist zu beachten, wie bereite ich mich vor und so weiter. Und da habe ich viele Horror-Panik-Nachrichten gelesen, wie du musst die Mini mal abwaschen, sonst hält es nicht. Du musst sie auf jeden Fall stiften, weil es ist ja Zinn bzw. White Metal und sonst, wenn die runterfällt, dann fällt die von der Base ab und so weiter. Da habe ich echt viel gelesen im Netz und auch genau wie bei der Armeewahl habe ich da sehr viele verschiedene ultimative Meinungen gehört oder extreme Meinungen, die mir gesagt haben, wie ich was machen soll. Ich sage ganz einfach, also, ich bin kein Profi und es gibt nichts, was ich mehr hasse am Hobby, als die Figuren zusammenzubauen. Das muss ich vorweg sagen, ja. Das heißt, ich habe für mich die bequemste und einfachste und faulste Methode gefunden, das zusammenzubauen, auch wenn ich mich dabei nach wie vor wie ein Grobmotoriker anstelle. Aber ich reinige die Miniatur nicht vorher, ich mache es nicht sauber, das mache ich nicht. Schon Ewigkeiten nicht mehr. Am Anfang habe ich das immer gemacht, weil ich dachte, das ist voll wichtig. Bullshit. Ich stifte schon nicht mehr. Ich stifte schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Lustigerweise ist mein Sekundenkleber so magisch oder ich gehe so pflegsam mit der Miniatur um, dass mir in der ganzen Zeit vielleicht eine Handvoll Miniaturen mal von der Base abgegangen sind, die ich dann wieder dran geklebt habe. Das war aber dann auch Sachen wie, oh, ich habe sie falsch behandelt, ich habe sie fallen lassen, sie ist umgekippt, schlecht transportiert. Also ich stifte nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen möchte. Es ist nicht viel Aufwand, das gerade mit den Bases und mit den Sticks unten dran, die kann man wegklipsen, das habe ich ja jetzt in einem Foto schon gezeigt. Müsst halt in Bohr arbeiten, ist aufwendiger. Ich mache es nicht, auch nicht bei den Tags, das hält alles, auch mit der Magnetisierung, wie ich sie transportiere, das funktioniert alles super. Und ich reinige die vorher nicht. Was ich mache, ist natürlich säubern und entgraten. Das ist super wichtig bei den White Metal Miniaturen. Die Werkzeuge, die ich dafür benötige, beziehungsweise die ich zum Zusammenbauen benötige, seht ihr jetzt natürlich auch eingeblendet, wie sonst auch, wenn es um irgendwelche wichtigen grafischen Darstellungen geht. Das ist eine alte Clipsack, Plastikkneifer, Zange, whatever. Von GW damals gekauft, ja. Die ist eigentlich nur für Plastik, die use it nicht für Metall und so, bla bla, nur Plastik only. Ich benutze es seit Tag 1 für Infinity und das Ding funktioniert super, um die halt rauszutrennen. Dazu habe ich dann so einen Plastik-Entgrater, auch nur für Plastikfiguren. Lustigerweise funktioniert es aber auch bei White Metal. Dafür, das nehme ich dann halt, um grobere Kanten oder so wegzuflexen, das seht ihr gleich im Video auch. Und natürlich eine Feile, da gibt es ein Feilenset, was ich mir geholt habe von Army Painter. Da habt ihr direkt alle wichtigen Feilen verformen, um was wegzufeilen oder was glatt zu feilen. 99% der Fälle nutzt ihr eh nur die flache Seite, um irgendwas gerade oder glatt wegzufeilen. Also ich zumindest. Weil ich aber auch keine Umbauten und nichts mache in der Richtung. Ja, ich habe mich dafür entschieden, eine Morana-Seite zu bauen, weil ich noch keinen originalen Morana habe, sondern den bisher immer nur geproxt habe, wenn ich ihn gespielt habe, da ich das Modell nicht so schön finde. Aber da ich jetzt demnächst mehr spielen möchte und ich habe schon ein Proxy vorbereitet, dachte ich mir, wird es Zeit, auch mal den originalen zusammenzubauen, der schon seit ein paar Jahren eher liegt, den ich mir aus Spanien mitgebracht habe.
ihr seht jetzt dementsprechend im Zeitraffer laufen. Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt und nicht die Mini die ganze Zeit außerhalb der Kamera zusammengebaut, aber im Zeitraffer laufen, wie ich sie vorbereite, zusammenbaue, bla bla, wie ich mich da ein bisschen blöd anstelle und wie ich den Kleber benutze. Kleber, auch ein wichtiges Thema zum Zusammenbauen, auch ein wichtiges Werkzeug. Es tut einfacher Sekundenkleber. Ich bevorzuge bisher immer diese Dreierpacks von Ponal. Und zwar den, ja, die kriegt ihr in jedem Edeka, in jedem, jedem Supermarkt kriegt ihr eigentlich dieses Dreier-Set. Und keine großen Tuben, weil ich ein, ja, ich bin ein kleiner Schussel und wenn der Kleber länger rumliegt, dann verklebt er, dann ist er verstopft, dann nehme ich lieber eine neue Tube, zack. Wenn ich zu sehr rummatsche und der läuft mir aus, nehme ich eine neue Tube, zack. Und dadurch habe ich immer ein bisschen Vorrat hier und bis eine Tube aufgebraucht ist, vergehen schon einige Miniaturen. Da habt ihr schon sehr ergiebig, was das angeht. Ihr braucht ja immer nur tröpfchenweise. Da ist so eine große Tube bei mir schnell verklebt, verstopft, dass ich sie wegschmeißen muss und da habe ich keinen auf Vorrat. Daher fahre ich mit diesen kleinen Prübchen oder diesen kleinen Ampülchen echt gut. Das ist aber meine persönliche Erfahrung. Ich habe andere gesehen, die haben Monster-Tuben, mit denen kommen sie auch ewig aus. Für diese Miniatur jetzt habe ich das Gelbe genommen von Weltenrand. Auch ein Sekundenkleber, beziehungsweise dieselbe Basis. Und er hat aber jetzt gefühlt, vielleicht war es auch nur Placebo-Effekt, genau, so ein Placebo-Effekt. Und zwar hat er sich für mich länger verarbeiten lassen als normaler Sekundenkleber, der ruckzuck festpappt, wenn ich zumindest damit arbeite. Und ja, auf jeden Fall konnte ich da dementsprechend die Arme, gerade bei älteren Miniaturen, die nicht so passgenau sind, konnte ich die länger bearbeiten, bis er der Kleber anfing zu greifen. Und das fand ich sehr praktisch. Ich werde das jetzt später bei mehreren Miniaturen nochmal ausprobieren, ob das so ist. Das werdet ihr in einem Produktreview machen. Ich rede jetzt nicht über den Kleber, sondern nur kurz einen Unterschied erzählen. Ja, genau. Die ist dann nach dem, was ich aber immer mache, ist die Klebestellen. Die ritzt sich leicht an, die kratzt sich leicht an mit diesem Schaber, damit die Rillen haben, damit die greifen. Genau, das ist so ein Ding, was ich mir angeeignet habe, weil ich so das Gefühl habe, dass der Kleber an diesen Stellen schneller packt. Ob das wirklich so ist oder nicht, ob das Voodoo ist, keine Ahnung. Ich kratze oder ritze auf jeden Fall immer kurz über die Stellen, wo die Figur zusammenkleben soll. An den, mit dem Kratzer, mit dem Schaber. Nicht mit der Feile. Ja. Base-Gestaltung ist natürlich auch sehr wichtig. Da gibt es ein paar fertige Modelle. Auch da werde ich jetzt wieder ein paar zeigen und präsentieren. Da gibt es von vorgedruckten fertigen Bases mit Sichtlinie Resin-Bases, die fertig designt sind. Die sieht man ja auch sehr oft in Infinity Range. Micro Arts ist ein ganz großer Produzent. Da gibt es aber noch Base-Topper. Das sind kleine MDF-Partien, die fertig gelasert sind, die ihr einfach auf die normale Base draufklebt. Hector seht ihr das gerade von der Stilphalanx. Da habe ich die Base aber nur pink gemacht. Den Topper habe ich weiß gemacht, packt zusammengeklebt. Das sieht schon ganz cool aus, finde ich. Genau. Dann gibt es natürlich auch den Klassiker, und zwar Sand auf die Base machen. Das heißt, Leim auf die Base pinseln, durch den Sand ziehen, und ich zeige euch jetzt an meinen Schasswasti, die genauso gemacht worden sind mit dieser Methode, wie man das abändern kann, dass das gar nicht mehr so nach Sand aussieht, sondern mehr nach Alien-Planeten. Das ist genau dieselbe Methode, wie ich es gerade gezeigt habe. Leim drauf, durch den Sand ziehen, trocknen lassen. Fertig. Je nachdem, wie viel ihr rummatscht mit dem Leim und wie viel ihr drauf knallt und wie grobkörnig der Sand ist oder wie feinkörnig, ihr habt eine andere Struktur. Genau. Und dann gibt es noch zu guter Letzt gibt es auch sowas wie Acrylpaste, genau, vom Weltenrand, das nennt sich Schlönz. Da werde ich jetzt die Anleitung dafür einblenden, wie es funktioniert. Ich bin leider zu unfähig dafür, ich habe es leider nicht geschissen gekriegt. Ich wollte endlich zeigen, wie das geht, aber vielleicht kann irgendwer vom Weltenrand oder irgendwer von euch erfahrenen Bastlern, Malern, Spielern mal ein Video posten, wie man das gescheit macht. Ich hatte jetzt hier die Anleitung von der Sandra vom Weltenrand. Ja, ich hab's leider nicht hingekriegt, das zu zeigen. Ich habe mir zumindest das anders vorgestellt, als dass es einfach nur Acryl ist, was aushärtet. Ja, genau. Das sind die Möglichkeiten zur Base-Gestaltung. Das würde ich empfehlen, euch da zu entscheiden, bevor ihr die Miniatur weitermacht. Weil, wenn ihr bestimmte Gestaltungen macht, solltet ihr die Figur mit der Base-Gestaltung grundieren. Sei es, dass ihr Sand nehmt, oder sei es, dass ihr die Base so normal, dass ihr irgendwie Scatter draufkleben wollt, oder sei es, dass ihr sie komplett bemalen müsst, weil sie aus Resin ist, müsst ihr das natürlich im Vorfeld wissen und das besprühen. Wenn es aber eine pre-painted Base ist, dann solltet ihr sie nicht mit grundieren, weil da verliert sie ihre Farbe. Das wäre Quatsch. Genau.
zum Abschluss jetzt noch, dass wir vielleicht jetzt 10 Minuten bleiben, noch ein paar Tipps von mir zum Zusammenbau. Sekundenkleber basiert, die Trockenzeit, die Aushärtungszeit basiert auf Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn ihr wollt, dass Sekundenkleber schnell trocknet, nicht pusten, sondern leicht anhauchen, liebevoll anhauchen. Ja? Immer die Klebe schnell leicht anhauchen, dann härtet der Sekundenkleber deutlich schneller aus. Das ist gerade im Winter sehr wichtig, wenn ihr mit Heizung arbeitet, also wenn ihr sitzt, wo geheizt ist, weil die Heizung zieht aus der Luft extrem viel Feuchtigkeit. Das werdet ihr sonst normal oder im Raum oder so kaum mitkriegen, aber das wirkt sich entscheidend auf die Aushärtungszeit des Sekundenklebers aus. Genau, das ist ein wichtiger Tipp. Und wenn ihr die Methode zusammenbaut und ihr seid euch nicht sicher oder so, packt euch immer das Blisterbild daneben oder macht das Bild auf dem PC auf oder so. Damit ihr da so einen kleinen Spicker habt, wie ihr die zusammenbauen könnt. Weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch andere da draußen. Ich habe auf jeden Fall diese Zinnblindheit. Das heißt, wenn ich so eine Zinnminiatur sehe, für mich sieht alles gleich aus, solange bis da endlich mal Farbe drauf ist. Deswegen hilft mir sowas immer sehr beim Zusammenbasteln. Auch heute noch. Und zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis. Auch jetzt können bei White Metal, also bei diesen Zinnfiguren, immer noch bis zu 5% Bleianteil drin sein. Das heißt, wenn ihr damit gearbeitet habt, wenn ihr gefeilt habt, wenn ihr umgekratzt habt, macht bitte euren Malplatz, euren Bastelplatz nach anständig sauber und wascht euch die Hände, bevor ihr sie in den Mund steckt oder bevor eure Kiddies da dagegen spielen oder damit rumspielen und so weiter. Ja, 5% ist nicht viel und ja, es wird wahrscheinlich nichts machen, aber wenn, genau. Es tötet euch nicht. Ne? Es ist ja, aktuell wäscht man sich sowieso so alle 5 Minuten mal die Hände. Genau. Achtet einfach drauf. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Und abschließend noch die Frage bei euch, zu euch erfahrenen Veteranen beim Miniaturzusammenbauen. Was sind eure Tipps? Was sind eure Tricks, die ihr als Einsteiger mitgeben würdet, wenn es um das Zusammenbauen der Infinity-Miniaturen-Range geht? Oder welche Werkzeuge oder Goodies sind ein Must-Have, wenn man einsteigt, um sich das Bauen zu erleichtern? Zumal kommen wir in meiner nächsten Episode. Genau. Bis dann.